Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem neuen LS22RB-Projekt zusammen mit dem Julian Schneid-Seidebacher und mit dem Felix Müller. Grüßt euch. Grüß Gott. So, wir haben ja uns den Hof hier angeschaut. Ja, genau. Also vom Dominik, der Kollege Hof. Und ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt einig gesprochen. Du musst halt, wie gesagt, du rufst am besten mal bringen. Ja, genau, den Nachweis bringen. Ja. Aber ich würde mir halt trotzdem, auch wenn das hier wahrscheinlich schon fix ist, würde ich mir trotzdem gerne mal die anderen Höfe noch anschauen. Ja, das können wir machen. Weil man muss ja auch für die Zukunft ein bisschen denken und vielleicht sind die anderen ja sogar besser. Wo ist denn jetzt der Rest? Ach, die guckt sich da vorne. Ja, lass noch mal kurz. Lass noch mal kurz hier gucken. Vielleicht finden wir ja sogar hier was. Von deinem Opa, kann er sein. Ja. Seidebacher. Was denn? Der Kollege. Haben Sie gesehen? Wir haben sogar Weihnachtsbaum hier. Wo haben wir Weihnachtsbaum? Hier in der Halle. Ach, hier, ja, so Fichte. Oh, ich finde da schön den Hof. Ja. Mit Wendestelle. Ist halt schlecht. Aber wir können ja noch in Zukunft können wir ja noch umziehen. Na klar. Das können wir auch machen. Ach ja. Also, ich muss es mal überlegen. Was ist eigentlich hier los? Grüß Gott. Grüß Gott. Hättet ihr eventuell Interesse an dem Auto? Also an dem Feuerwehrauto? An dem Feuerwehrauto? Ja. Ja. Feuerwehrauto. Ja. Also, wenn ich den umsonst kriegen würde, ja, aber ich habe halt leider, ist das mit dem Geld noch bei uns nicht so. Ja, ist knapp. Aber trotzdem danke für die Frage. Können wir auch Kredit bei mir aufnehmen? Nein. 10. Lass mal. Erstmal nicht. Feuerwehrauto können wir doch immer gebrauchen, wenn der Hühnerstall brennt, keine Ahnung. Der Hühnerstall. Die Feuerwehr. Da haben wir ja Feuerwehr, ja. Ja, aber damit wäre es auf jeden Fall schneller da. Ja. So, Herr Haft. Ja. Können wir uns bitte mal noch die anderen Höfe angucken? Ja. Ja, dann passt das. Julian. Ich fahre einfach mal hinterher. Ja, ich sitze beim Herrn Haft im Auto. Ja, was mit deinem Auto? Ja. Ich lass mich gerne chauffieren, weißt du. Nimm doch das Auto. Oder? Ho, 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 ho. Also zum ersten Mal. ja, hallo. Er hat gerade erst den Führerschein frisch gemacht, also. Jetzt aber hier. Das kann ja schon mal sein, dass er eine Automatik da abfällt. Oi. Ja. Hä, sind sie jetzt rechts oder links gefahren? Warte, ich guck grad. Er ist nach links gefahren. Also andere Richtung. Also bin ich jetzt genau falsch gefahren? Ja. Na, egal. Irgendwie. Ach, er dreht gerade. Alle Wege führen da rum. Genau, hier, das wäre halt noch der Hof. Von halt hier da hinten ist der Hof. Da links. Da ist der Hof ist halt wirklich auf modernsten Stand. Allerdings ohne Wohnsitz. Ja, also kein Bauernhof. Da müssen wir also auf dem Boden schlafen oder was? Naja, können Sie ja Hotel oder ein Hotel. Schau mal. Hotel das mieten. Die eine Sache, die andere Sache ist natürlich, dass der Hof zwei Ebenen hat, hier oben und dann da unten der Stall. Der Stall gehört dem Hof dazu. Ey, ehrlich.
Ja. Ja, dann lassen Sie mich mal gucken. Oh, das sieht richtig schwer aus. Herr Haft. Ich muss ja ehrlich Ihnen sagen, Herr Haft. Ja. Solche Höfe mit mehreren Etagen finde ich ja schon geil. Ja, also schon sehr schön. Kein Dingsgebäude, wie er gesagt hat, wir schlafen im Hotel. Ja, dann müssen wir uns halt einen Wohnwagen hinstellen oder so. Ach so, so ein Knobelschuppen. So, du und dein Knobelschuppen, ehrlich. Hä? Wieso nicht? Herr Vögel, kannst du mal die Motorsäge aus der Hand packen? Hä, hey, ich hab keine Motorsäge in der Hand. Doch. Na? Dominik, pack die Motorsäge aus der Hand. Hä? Der hat schon keine. Doch klar, der hat bei mir eine. Bei mir hat er keine, bei mir hat er seine Hände an seiner Buchs. Jetzt hast du eine Motorsäge. Wie packt man die Motorsäge weg? Ich hab keine Motorsäge. Doch, hast du. Ich höre ihre Motorsäge. Jetzt hat er auch eine Motorsäge. Na, gut. Ja, hat er bei ihm keine Motorsäge. Der Haft. Der hat doch eine. Hä? Nein, der Haft hat er bei ihm auch eine Motorsäge. Hä? Ich glaube, sie sind eine Falle. Vielleicht muss ich mit ihnen mal eben eine knallen. Ah, jetzt. Dominik, hast mich überfahren. Was ist denn für Scheiß? Luft. Ah, vielleicht braucht er meine Brille. Ja, vielleicht schon, kann das sein. Ja, Julian, guck mal zum Punkt. Warum soll die. Hallo? Lass mich doch mal den Hof angucken, dann gucken wir gleich den anderen noch an. Oder haben sie keinen mehr? Herrhaft. Der Hof liegt jetzt hier bei 700.000. Oh, da muss los. Auf 20 Jahre finanziert. 700.000 ist aber noch relativ günstig, ne? Also aber wenn der andere 300 allen kostet. Hier jeweils neu bauen, 175 Silos. Ja, das Silo kostet auch 65. Also das ist Kyle Silo. Das Hochsilo hier. Hä? Da sind wir bei 115. Unten der Stahl, die Grundstücke hier. Hier werden halt zwei Parzellen hier im Wert von 85.000. Also insgesamt 170.000. Dabei. Da müssen wir alles mal zusammenrechnen. Da ist 700.000 schon gerechtfertigtes, faires Angebot. Dominik! Ernsthaft? Ja. Okay. Ja. Also doch. Ja, dann lass mal zu dem anderen fahren. Also Dominik, du fährst aber mit dem anderen, mit dem Karren. Ich fahre hier mit dem Herr, ernsthaft. Nee! Ah, jetzt. Herr Müller, können Sie mein Auto mitnehmen? Ich kann das denn mitnehmen. Oh, ja, da bleiben Sie mal stehen. Der steigt an. Warten also. Sie. Dann gehen Sie auch mal in die Stadt. Dann hat der Garten. So, jetzt. Ja. So, jetzt können wir fahren. Boah. Hey, ist das irgendwie eine Erlegung? Herr Haft? Ja, juhu! Kannst du ein bisschen langsamer fahren? Nee. Hä? Ich glaube, wir werden schon. Ist das immer ein Problem hier? Bitte bleiben Sie mal kurz stehen. Ja, bitte bleiben Sie mal kurz stehen. Ist er hingeballert? Oh, ist der Bodenwelle los? Hör auf, das ist zu viel. Ja. Oh, scheiße. Ist er links oder rechts gefahren? Noch da. Nee. Seit der Blumenkugel ist auch ein bisschen was Lebendes. Julia? Was? Ich glaube, der Hof schaut noch sympathisch aus. Ich glaube nicht. Oh, Der hier? Ja, ne? Oh, ich hab die einfach verpasst. Na, wir nehmen den, Julian. Ja, warte doch mal. Lass ihn doch mal genauer angucken. Ui. Ja, der hat jetzt noch das Wohnhaus dabei. Von den Gebäuden her. Uiui. Ja, als der andere Hof, der eben gezeigt wird. Durch einen etwas älteren Kern. Deswegen sind wir hier auch bei 660.000 Euro. Also etwas der Köln zu fahren ist wie ein Unprobiger. Von eben zugehörig sind zwei Parzellen, je im Wert von 85.000. Kommt noch wieder auf 170.000. Ja, wir nehmen den, Julian.
Wie viel kostet er insgesamt? 680.000. Das ist natürlich auch schon ein ordentliches Sümmchen. Ich sag mal, wenn das jetzt, noch nachweisbar ist, dass der andere Hof dem Herrn Dominik Vogel zugesprochen werden kann und der dann verkauft wird für. Na klar, stimmt. Wert ist 300. Oder das hier vielleicht auch. Mein Geschäftspartner mit einem Startkapital, ja. Also. Oder im besten Falle stellt sich raus, dass irgendein anderer Hof noch meinem Opa gehört. Das weiß ich. Das weiß halt noch keiner. Das kann halt noch keiner nachweisen. Ja. Ja, das ist das Problem. Das muss man noch herausfinden. So, meine alten Unterlagen sind halt jetzt circa bis auf 10 Jahre sind die jetzt digitalisiert, die Akten. Danach müssen wir halt mal in den Ordnern gucken. Irgendein beansprucht aber deutlich mehr Zeit, weil man ja die Kaufunterlagen da immer finden muss. Man kann ja nicht sagen, okay, in 2000 hat der Hof auf jeden Fall noch den gehört. Reifen wir mal in den 2000 Ordner, gucken, was ist bei 2000. Also da müssen wir dann natürlich schon na klar gucken, wann denn der Hof dann auch gekauft wurde und ja, also gekauft wurden und ja, Steuern können wir auch nicht mehr einsehen, nur bis zu 12 Jahren. Okay. Ja, dann merken wir uns den hier erstmal. Gäbe es noch was zu besichtigen? 680.000. Ich empfehle bei Krediten auch immer, wenn Sie finanzieren wollen. Ja, das Klausel-Geschwafel, das können Sie sich holen. Naja, hör, braucht Dominik, nicht. Jetzt aber jetzt. Gewisses Start-Equipment, deswegen würde ich da schon auf eine Million, auf die Million zugehen. Ne? Wie viel hat er gerade gesagt, Julian? Wie viel? Ja, eine Million gesagt. Alle. Ich glaube, bei den Hofen sind die Kontakte. Was als Kreditsumme jetzt für Sie dann sinnvoll wäre. Ja. Wenn man jetzt natürlich dann auch noch das hinzuzieht mit den Zinsen, je nachdem, wie schnell sie zurückzahlen. Ich denke mal, eine Million zahlt man auf einen recht langen Zeitraum zurück. Kämen das dann nochmal so, ja, können Sie so 60.000 bis 90.000, die dann noch hinzukämen. Also. 1.000.000, 75.000, mit denen man da rechnen muss, was man halt dafür jetzt letzten Endes dann bezahlt. Mit Maschinen wohlgemerkt, ja. Also können natürlich auch sagen, sie finanzieren den Hof so und finanzieren die Maschinen nochmal beim Händler extra. Müssen sich halt überlegen. Ne? Entweder ja, nochmal das, beim aber Händler das eine kann Finanzierung oder als Komplettpaket, dann können sie so die Dinge so wie die Geräte direkt kaufen. Unterschied wäre halt, die Geräte gehören erstmal eine bestimmte Zeit dem Händler beziehungsweise halt der Stadt. Ja. Ist halt dann, müssen sie sich dann aussuchen, wer vielleicht auch bessere Konditionen hat, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Also gäbe es noch einen anderen Hof zur Auswahl? Nee. Das waren alle. Erstmal genau. Okay. Ja, Julian, lass uns das über die Nacht noch einmal überlegen, aber ja, wir überlegen uns das noch mal. Aber ja, weil das ist schon eine ordentliche Summe, 1 Million Kredit zurückzahlen. Ja, oder 680.000 überlegen. Jetzt mal eine andere Frage: Habt ihr alle zu viel Geld? Und vor allem sehe ich aus, hätte ich. 8 ist 7 Jahre alt. Herr Müller. Ja. Ich sehe es vielleicht aus, als hätte ich Geld, aber ich dann war das die ganze Zeit hier der Audi, der so geblubbert hat. Ich dachte schon, sie hätten mein Auto angelassen, aber trotzdem die Batterie. Ja, das war ein Auto. Ja, aber meine Batterie, die geht gleich auch zu Neige. Wenn sie rumleuchtet, die ganze Zeit anlassen. Genau. Das LED verbraucht nur 0,0 an Watt. Ja, also wie gesagt, das lassen wir uns aber im Kopf gehen. Und dann. Ja. Ich gucke auch mal. Jo. Guck auch mal bei Nacht an. Dann komme ich auch dazu. Jo. Fix. Aber. Das. Ich würde sagen, wir klären das jetzt erstmal wegen der Map hier. Und ich würde sagen, das war's jetzt mal mit der Map. Mit der Map vorher. Mit der Folge. Das war's jetzt mal mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne mal ein bisschen Feedback reinschreiben. Jo.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Bis dann. Servus. Ciao, ciao.